Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder so ein kleines Video zu meinen Fanggesteuerten. Beziehungsweise eigentlich habe nicht ich das gedacht, sondern einer von meinen Zuschauern. Tut mir leid, ich kann es den Namen nicht mehr erinnern, wer von euch das war. Auf jeden Fall jemand, der auch schon länger dabei ist und öfter zuguckt. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Jedenfalls, unter dem letzten Gangschaltvideo, meine ich, war das gewesen. Unter dem Update-Video für das Lenkrad. Oder eben gefragt hat, ob ich nicht auch mal wieder ein Video zum Fanggesteuert mache. Und ne, das Problem ist, es gibt nicht allzu viel zum Video machen. Ne? Aber ich werde es euch mal zeigen und mal ein bisschen drauf eingehen. Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Deutz an. Den habe ich ja in meinem ersten Video vorgestellt. Und im zweiten Video habe ich die Technik ja genau erklärt. Ne? Da ist die Fernbedienung, die ist auch sehr verstaubt, wie ihr seht. Daran sieht man, dass es schon eine Weile rumliegt. Und ja, ein bisschen was hat sich geändert an dem Deutz, wie ihr sehen könnt. Er hat einen Auspuff bekommen, wir haben hier diese Seitenteile dran. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht den Tisch zu sehr verkratze mit den Nägeln unten drin. Wir haben jetzt Rücklichter dran, da sind auch LEDs drin. Wenn ich hier ganz dicht dran gehe, dann könnt ihr die sehen, da sind LEDs drin auf beiden Seiten. Na, geht das so? Ah, Fokus. Gleich macht das. Hallo? Oder auch nicht. Na gut, ich habe hier hinten zugeklebt, dass es ein bisschen besser aussieht. Wir haben eine Anhängerkupplung dran, wir haben hier die Kabel für die Heckhydraulik und wir haben hier einen Stecker für Anbaugeräte dran gebaut. Na, das ist ein bisschen groß, ist nicht so schön, aber geht schon. Und die gehen jetzt alle hier rein, die Kabel. Was gibt es ansonsten so Neues? Ich weiß es nicht. Ich glaube, lackiert war da im letzten Video schon. Bin mir nicht sicher, was alles war und was nicht war. Das hier habe ich ordentlich fixiert. Ne? Das Hip ist die Platine, die ist hier hinten festgeklebt. Der Akku, der wird jetzt hier vorne reingestellt. Aber ich glaube, das war auch im letzten Video schon, der praktisch hier vorne reingestellt wird und das hier oben angesteckt. Ja, das hier passt nach wie vor hier vernünftig drauf. Und die Haube, die passt auch noch drauf. Aber ich habe es jetzt mal beides runtergenommen, dass ihr natürlich seht, um was es geht. Ich habe nach dem letzten Video, ne, das ist jetzt ja auch schon, ich weiß es gar nicht, 8 Wochen, 8, 9 Wochen her mindestens, nach dem letzten Video habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video dazu, ne, zu diesem Deutz, wie ich den weiterbaue und habe da Zeitraffer-Aufnahmen dazu aufgenommen, also mit der Kamera einfach so über meinen Schreibtisch, während ich gebastelt habe, während ich die Rücklichter dran gemacht habe, während ich das hier dran gemacht habe, während ich den Auspuff gemacht habe. Okay, ich muss ein bisschen zurückrühren. Angefangen habe ich damit, die Kamera hier oben anzumachen und dann einfach zu erzählen. Ne? Während ich hier diese Seitenteile gemacht habe, habe ich einfach erzählt, ne, was ich gerade mache und ein paar Tipps gegeben, ne, für die Polystyrolbearbeitung und so weiter. Und das Problem ist, ne, das dauert eben, bis man sowas macht. Es sind zwei, naja, blöde Seitenteile, wenn man so nimmt. Ich habe auch hier drin, habe ich noch mehr ausgefeilt, dass da mehr Platz ist für den Akku und so. Zwei blöde Seitenteile, wenn man so nimmt, aber ich glaube, das Video war nachher schon 20 Minuten, 30 Minuten lang, allein um hier ein paar Plastikteilchen auszusägen. Na, und ich habe eben dabei gelabert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das ist Blödsinn, wenn ich für jedes Teil von diesem, na, weil das wäre so mein Gedanke, na, dass ich einfach die Kamera drüber hängen, ein bisschen was erzählen, ein bisschen zeigen, was ich so mache und quasi dann solche Bild-Vlogs in der Art mache. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, das hat ja keinen Wert, ne, wenn ich für diese kleinen Teile schon eine halbe Stunde Video mache. Wo soll das hinführen? Und dann habe ich einfach nur die Kamera drüber gehängt und den Rest als ohne zu reden gemacht und zum als eine Zeitraffer-Aufnahme am Ende machen. Da habe ich jetzt auch noch Videos davon. Nicht alle sind gut geworden. Ne? Manchmal habe ich, wenn die Kamera so drum hängt, dann kam hier immer mal wieder so mein Kopf hier direkt über der Kamera rein und dann seht ihr nur hier Kopf und sonst nichts. Weil es ein bisschen schwieriger war, ne? Da habe ich mich reingebeugt, weil ich genau gucken wollte, was los ist und natürlich war dann der Kopf im Weg. Da muss ich ein paar Teile rausschneiden, das ist nicht ganz so verwendbar und auch vom Licht und so weiter. Man sieht nicht immer allzu viel. Ne? Manchmal bin ich auch hier aus der Kamera aus dem Bild rausgerutscht beim Arbeiten. Jedenfalls, da habe ich ein paar Aufnahmen, die werde ich an dieses Video einfügen. Ich würde aber mal sagen, das mache ich am Ende, jetzt mache ich erstmal mein Gelaber fertig. Jedenfalls habe ich da ein paar Sachen aufgenommen und ja, wie gesagt, ich werde das alles als Zeitrafferaufnahme machen. Ich glaube, das mit dem Labern zum Thema Polystyrol und so, das mache ich nicht mit bei. Gucken wir mal, vielleicht in ein extra Video. Mal schauen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ne, ob ihr das auch gucken würdet. So, dann legen wir das mal zur Seite. Hier haben wir den Eicher, beziehungsweise den MF-Eicher, den MF 1132. An dem ist noch nichts weiter passiert, den habe ich im ersten Video gezeigt, als die Servos sind drin und Motor ist drin. Da warte ich ja auf einen Akku, weil ich habe das Akkuproblem. Die Akkus vom Deutz, die sind ziemlich groß, die sind sehr massiv. Von denen habe ich welche, aber die passen hier nirgendwo rein in den Eicher und ich brauche auch zwei davon, weil der Motorcontroller Probleme gemacht hat, wenn ich nicht zwei Akkus hatte, wenn ich nur auf einem 3,7 Volt hatte. Und dann habe ich mir hier aus China diese MP3-Player bestellt, die gab es da für 1 Euro. Keine Ahnung, das sind irgendwie total massenproduzierte Dinger und die werden jetzt quasi für fast nichts irgendwie loswerden.
Ich habe mir gedacht, da ist bestimmt ein kleiner Lipo-Akku drin und für einen Euro, das kann man nicht, ist unschlagbar. Dann habe ich mir zwei von den Dingern bestellt, einfach mal zum Testen und jetzt habe ich mal einen auseinander gemacht und da ist was da drin ist. Ich bin sehr erstaunt, es ist nur ein einziger Chip auf der Platine. Ne, da ist, ihr seht, da ist nur die Taste, ist sonst nichts drauf. Ein einziger Chip, das heißt, es ist wirklich ein speziell entwickelter Chip, extra für den MP3-Player, der einen der eine Ladefunktion für den Lipo-Akku drin hat, ne, eine Ladesteuerung, der eine SD-Karten-Lesesteuerung drin hat und natürlich auch das ganze MP3-Player-Geschichte, ne, das alles da drin ist. Jedenfalls konnte ich sonst hier nirgendwo einen Chip erkennen und ich glaube, unter diesem Speicherkarten-Dings ist auch keiner drunter. Das heißt, es wird alles mit diesem einen Chip gemacht, was schon sehr spannend ist. Ich dachte mir, da ist bestimmt so ein Lade, so ein ganz typischer, da gibt ja ganze Menge Chips, die das Laden von Lipo-Akkus regeln und gibt auch Chips, die eben das, die Interaktion mit einer SD-Karte regeln und so weiter und dachte, da ist immer halt ein paar Chips drauf. Aber nee, ist alles in einem, das heißt, davon ist schon mal nichts zu gebrauchen, ne, weil mit diesem Chip kann ich nichts anfangen, kann ich denn sonst dachte ich mir, könnte ich das direkt mit dem Ladechip quasi in Mod verbauen, das wird aber nichts. Da ist aber der Lipo-Akku und der ist extrem klein. Das ist wirklich ein winziges Teil. Hier steht SP17,4 drauf. Ich weiß es nicht, was das zu bedeuten hat. Hat der nur 17,4 mA? Das wäre ein bisschen wenig. Ich denke mal, der hat ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich hatte gehofft, dass da eine Zahl drauf steht. Tut es aber leider nicht. Zum Vergleich, einer von diesen Dingern hier hat 750 mA. Wobei ich weiß natürlich nicht, wie akkurat die Zahl ist. Aber die haben ja schon ziemlich lang gehalten. Also denke ich mal schon. Aber die sind richtig massiv mächtig fett. Die Siku-Akkus, das was da innen drin ist, ne, das ist deutlich kleiner, das hat 350 mA, ne, nur 200 mA, da steht sogar drauf, 200 mA. Das ist von der Größe etwa so groß, wie ihr seht, aber doppelt so dick ungefähr der Siku-Akku. Das heißt, es liegt sehr nahe, dass das Ding zwischen 50 und 100 mA hat, weil der Siku-Akku ist ein hochwertigerer Akku. Der braucht weniger Platz für mehr Leistung, weil das hier sind ziemlich billige Akkus, ne, die sind ein bisschen größer für die gleiche Leistung. Und nachdem das auch ein sehr billiger ist, nehme ich mal an, dass er so zwischen 50 und 100 mA hat. Was dann eigentlich auch schon ein bisschen wenig ist. Ich werde es vielleicht trotzdem versuchen, weil das Teil würde sich ideal hier vorne im Eichel in der Haube unterbringen lassen. Und ich hätte zwei Stück davon, allerdings nicht parallel geschalten, sondern in Serie, also 7,2 Volt, aber trotzdem 200 mA, 100 mA oder 50, je nachdem was die haben. Aber ich habe mir gedacht, ich werde es vielleicht trotzdem mal versuchen, einfach mal gucken und wenn das Teil dann nachher länger als ein paar Minuten damit fährt, dann wäre ich ja schon zufrieden. Da würden sogar drei nebeneinander reinpassen, dann könnte ich, aber kann halt nicht drei machen, wenn ich sie parallel schalte, dann könnte ich drei machen. Aber das in Serie schalten, dann bräuchte ich vier und ich glaube, vier passen hier nicht rein. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen teuer. Ich weiß es nicht, mal ausprobieren. Jedenfalls, da liegt das Eicher-Projekt. Da muss eben hier eine Elektronik in das Dach rein. Der, das, was alles hier ist, der Empfänger und der Arduino und so weiter, muss alles ins Dach rein. Und dafür kann ich nicht den kompletten Arduino nehmen, ne, so wie hier drunter ist, sondern dafür muss ich den Atmega-Chip vom Arduino runternehmen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht, hab nichts hier. Ich kann auch das hier euch reinzeigen. Das hier ist ein NRF24-Chip und zwar die kleine Version. Wenn wir das mal nebeneinander halten, ne, das ist hier ist der große, das ist der kleine. Der kommt auf jeden Fall ins Dach rein und dann kommt vom Arduino der Atmega-Chip, was ist denn das? Atmega 328 oder so, 328, ja, kommt runter vom Arduino. Und kommt auf eine eigene Platine. Und das habe ich hier für den Anhänger schon gemacht. Wo wir dann beim dritten Thema sind, oder beim dritten Punkt, das ist dieser Anhänger. Das ist der ganz normale Siku-Anhänger und den wollte ich umbauen auf Siku-Control und meine Technik. Das war der erste Gedanke. Dazu habe ich dann auch ein Video gemacht, habe genau erklärt, was ich vorhabe. Ne? Hier hat es zwei Taster dran, ne, für Heben und Senken, wo man manuell heben und senken kann. Und das wollte ich quasi mit MOSFETs, mit kleinen MOSFETs wollte ich das überbrücken, dass das praktisch der Arduino die Taste simuliert und dann eben dadurch, dass gehoben und gesenkt wird und ich deswegen die Elektronik von diesem Kipper gar nicht ändern muss, ne, dass es alles bleiben kann, wie es ist. Da ist aber nichts draus geworden, ne, ich kann ja jetzt mal hier runterholen. Das hier ist die Elektronik, die im Kipper drin war und das Problem ist, dass meine Platine einfach nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht warum, ich habe herausgefunden, wie das System funktioniert. Ne, der hat nur zwei Kabel nach da vorne gehabt und hat da aber drei Knöpfe gehabt. Ich habe herausgefunden, wie das System funktioniert. Das funktioniert eben über Widerstände, dass jeder Knopf einen anderen Widerstandswert hat. Jedenfalls, da habe ich ein Video dazu gemacht, alles ausführlich erklärt, aber am Ende hat es halt nicht funktioniert. Das heißt, das Video kann ich im Grunde in die Tonne kloppen, das bringt nichts. Und dann habe ich hier mir meine eigene Platine gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal, da sitzt der Atmega 328-Chip drauf, also der Chip, der auf dem Arduino sitzt. Da hinten da sitzen ein paar kleine MOSFETs drauf, um die Licht- und die Blinker anzuschalten. Und auf der anderen Seite der Platine, das sieht man jetzt nicht hin, ist ein Motorcontroller verbaut, ne, der gleiche wie auch hier im Deutz drin ist.
Und natürlich gibt es wieder Probleme. Ihr seht, hier hängen ein paar Kabel raus, die habe ich dran gelötet, weil ich diese einzelnen Punkte testen wollte. Das sind all die Kabel, die zum Motorcontroller gehen und irgendwie hat das nicht so recht funktioniert mit dem Motorcontroller und ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist auch schon wieder so viele Wochen her, wie ich das Video gemacht habe, im Grunde, dass ich das hier gemacht habe. Das war ein paar Tage danach. Das heißt, ich habe komplett vergessen, was ich alles schon ausprobiert habe, aber das Problem ist, der Kipper heben, senken Motor vom Kippen funktioniert nicht. Es passiert nichts. Meine Kommunikation funktioniert. Na, ich habe hier mein Datenkabel, das ich hier im Tracker hinten einstecke. Ne? Das ist eine ganz normale serielle Schnittstelle, einfach nur serielle Kommunikation. Und das funktioniert. Na, ich kann hinten Licht und Blinker anschalten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass das Teil nicht kippt. Und zuerst dachte ich, ja, vielleicht ist der Motorcontroller kaputt. Dann habe ich halt ein bisschen rumprobiert und habe hier mein Arduino-Chip hier getestet. Dann ist der ist ja drauf gelötet. Das ist nicht so besonders gut gemacht. Na, das ist, mal gucken, wie ich das hier mit dem Licht mache, dass ihr das sehen könnt. Nicht so sonderlich schön gelötet. Na, das war mein erster Chip, den ich von dem Arduino runter gelötet habe mit Heißluft und dann hier drauf gelötet habe. Und na, wenn ich hier mal meinen Finger versuche, ein bisschen so dran zu halten, ne, das ist extrem klein. Da waren ein paar Verbindungen los und ich habe alles x-mal nachgelötet und habe gedacht, juhu, ich habe die Verbindungen, die losen, alle gefunden, habe nochmal alles nachgemessen, das schien alles zu passen, ging dann trotzdem nicht. Dann habe ich hier diese Kabel rausgeleitet und habe die Kabel nachgemessen, habe praktisch an diesen Endpunkten der Kabel habe ich gemessen, na, ob jetzt da das Signal ankommt für den Motorcontroller und das Signal kommt an, das heißt, mein Arduino funktioniert. Dann ist vermutlich der Motorcontroller falsch. Ich habe jetzt allerdings einen anderen Motorcontroller hier angeschlossen, an diese Kabel und der hat auch nicht funktioniert. Also ist vielleicht das mit dem Arduino falsch oder mit meinem Programm. Ich habe keine Ahnung. Dritte Option wäre natürlich, dass ich hier irgendwas mit dem Kabel verbockt habe, dass irgendwas abgerissen ist, dass das Kabel gar nicht zum Motor geht. Ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe das Zeug alles hier sehr kurz und kompakt reingepackt, weil ich das hier alles eben, ne, schön sauber aufgeräumt hier drin haben wollte. Kein riesen Kabelchaos. Die Kabel sind alle extrem kurz geworden. Ich habe die Sachen auch schon reingeklebt und das ist auch reingeklemmt hier. Die Platine, die ist fest. Das heißt, ich kann die Platine jetzt nicht rausziehen, um zu testen. Wenn ich das rausmachen will, dann muss ich die Kabel abzwicken. Und dafür habe ich mich bisher gedrückt, beziehungsweise ich habe es einfach auf die Seite gelegt und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Krempel. Und das war im Grunde, na, das Ende von meinem Ausflug in die, in das, in den RC-Modellbau vorerst. Ne? Ich habe ja da immer mal wieder so Phasen, wo ich dann was mache und dann habe ich wieder so Phasen, wo ich nichts mache. Und das war jetzt wieder eine Phase, eine lange, in der ich nichts gemacht habe. Und das hat eben angefangen mit diesem Anhänger, weil das mich einfach so genervt und frustriert hat, dass das nicht ging. Und ich einfach keinen Bock hatte, die Platine wieder rauszureißen, weil ich die so schön da reingemacht habe. Und so froh war, dass ich überhaupt diesen Admega-Chip da drauf gekriegt habe. Was ich jetzt eigentlich machen müsste, ist das komplett rausreißen, das einfach wegschmeißen, weil ich nicht weiß, was kaputt ist und die Fehlersuche sich extrem schwierig gestaltet. Und einfach nochmal von vorne anfangen, nochmal neue Platine ätzen, nochmal neuen Chip drauflöten und nochmal alles durchtesten, durchmessen, bevor ich alles einbaue. Und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Ja. Da stecken wir jedenfalls. Da auf jeden Fall weiß ich das mit meinem Heißluft, Heißluftgebläse vom Lötkolben. Von der Lötstation kann ich diese kleinen Dinger tatsächlich jetzt runterlöten und ich kriege das auch wieder drauf gelötet, wenn auch nicht so schön. Habe ich jetzt quasi gelernt mit diesem Teil. Das heißt, ich kann die Platine für den Eicho im Grunde machen. Ich muss sie nur noch machen und dann kann ich die Elektronik da oben reinsetzen und dann kann ich auch testen, ob das mit den Akkus funktioniert. Und ansonsten am Deutschen, da gibt es hauptsächlich optische Verbesserungen noch. Da ist es technisch fertig. Ich hätte gerne Heckhydraulik, passt da aber einfach nicht rein. Ne? Da kann ich kein Servo reinmachen. Sonst muss ich das da hinten drauf machen, das mag ich nicht. Ich mag da hier dieses Loch drin haben, weil da echt eben auch ein Loch drin ist. Und von daher, der ist hier so fertig, ne? Der wird für den Anhängerbetrieb einfach, darauf wollte ich auch diesen Anhänger umbauen. Und von daher, an dem gibt es nur noch optische Teile, ich muss hier noch die Trittstufen dran machen und ich weiß gar nicht, Lenkrad braucht er noch, zweiten Sitz, Armaturenbrett, so Krempel halt und natürlich farblich gestalten. Da stehen wir jedenfalls derzeit und das Projekt oder das gesamte Zeugs hier ist nicht komplett pausiert oder so, ne? Ich denke immer mal wieder dran und jetzt in der Winterzeit, wenn es auch wieder kälter wird, die Tage, ne, früh duster werden, ne? Ich merke es halt, ich bin draußen und es ist 5 und es wird schon duster und man muss reingehen, ne? Und in der Zeit zwischen 5 und irgendwann Mitternacht, wenn man ins Bett geht, hat man viel Zeit und dann kommt man auch öfter mal wieder dazu, hier an diesen Kisten weiterzumachen. Es geht also demnächst hoffentlich weiter, ich weiß nur noch nicht, mit welchem von diesen drei oder mit allen drei Projekten gleichzeitig. Ich weiß aber nicht, ob ich Video davon machen soll. Und dazu seid ihr jetzt gefragt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und wie gesagt, ich werde jetzt gleich hier hinten anhängen noch das, was ich zum diesen Teil als Set-Drauf-Aufnahme habe und schreibt mir einfach mal dann in die Kommentare, ne, weil das ist jetzt quasi meine Abmoderation, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, ne, ob ihr das gucken wollt oder nicht, ne, das war ja, damals habe ich noch keine Let's Plays gemacht beim letzten Video, jetzt mache ich Let's Plays, die meisten, die hier auf meinem Kanal sind, sind wahrscheinlich wegen der Let's Plays hier
Und von daher, ja, bitte schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Geschichte hält, ob ihr davon Videos haben wollt. Und könnt natürlich auch schreiben, ob ihr eher Solarvideos oder Klärvideos haben wollt, ne, wo ich halt einfach sage, okay, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das und deswegen. Oder ob ihr dann eher so haben wollt, dass die Kamera einfach drüber hängt und ich Zeitraffer-Aufnahme mache. Und ich muss ein bisschen schneller reden, weil meine Speicherkarte ist voll. Ich muss an dieser Stelle das Video beenden. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit der Zeitraffer-Aufnahme, um den Leuten in den derzeitigen Zustand zu bringen. Also gut, viel Spaß und tschüss. Ja, einen wunderschönen Sonntagnachmittag, liebe Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft. Bei uns ist es absolut nass und ekelhaft draußen und das ist natürlich das ideale Wetter zum Landwirtschaftssimulator spielen oder natürlich zum irgendwas basteln. Also, und ich habe ja gestern das Video hochgeladen zu hier dem Deutz D116.06 mit der Eigenbaufarmsteuerung und mal ein bisschen Überblick gegeben, was ich denn so bastel. Und ich habe eigentlich gedacht, dass da Leute drunter schreiben, interessiert uns nicht, hier Landwirtschaftssimulator wollen wir sehen. Aber es haben ein paar Leute drunter geschrieben, dass es eigentlich ganz interessant ist und dass es durchaus auch interessiert. Es haben auch einige Leute drunter geschrieben, dass sie zwar der modellbautechnische Aspekt oder Sekundäraspekt interessiert, sie aber von der Elektronik nicht viel verstehen. Die Elektronik will ich in irgendeinem Video auch nochmal genauer erklären, es ist wirklich nicht schwierig. Ich habe mir vorgenommen, das Ganze mal ein bisschen Überblick zu geben und so zu erklären, eben mit den einzelnen Bauteilen hier, sodass auch Leute verstehen, die keine Ahnung von Elektronik haben und dann vielleicht auch mal einen genaueren Einblick gebe in, wie das Programm funktioniert und wie das Ganze hier in die Schaltpläne für alle, die ein bisschen Ahnung von Elektronik haben. Das für die Zukunft. Heute habe ich mal gedacht, überhaupt nichts Elektronisches und zwar ist der Deutz D116.06. Wie ihr seht, ist die Haube jetzt drauf und ich hebe den einfach mal so an die Kamera, dass man den mal so von der Seite sieht. Ach, falsch rum. So rum. Hebe ich den mal in die Kamera, die Haube ist drauf. Die passt nicht ganz, da ist ein kleiner Spalt hier dazwischen. Ich weiß nicht, woher das kommt, das war früher nicht so. Jedenfalls, ich habe ja gesagt, dass die Pins hier drin nicht so ganz gepasst haben. Ich habe jetzt die Löcher ein bisschen schräg gemacht und auch die Pins hier ein bisschen schräg gemacht. So kann man es sehen. Und jetzt kann man die hier wunderbar draufstecken. Ich habe auch festgestellt, dass hier in der Kamera manueller Fokus eingestellt war gestern und deswegen war das Video ein bisschen unscharf, weil es nicht ganz so richtig fokussiert hat. Ich hoffe, das ist heute besser. Jedenfalls, was machen wir heute? Ich habe hier Geodreieck, Bleistift, eine Schere, ein Streifen Polystrol, ganz normales 1 mm Polystrol, ein bisschen Schleifpapier, Plastikkleber, Revell, Contacta Liquid, wenn ihr Polystrol kleben wollt, das Zeug, das müsst ihr kaufen, das funktioniert wunderbar. Sekundenkleber, ein bisschen mehr gelartig und einen sehr flüssigen, zwei Feilen und im Grunde das war's. Was wir jetzt zuerst mal machen ist, der echte Deutz D116.06 hat hier auf der Haube an der Seite noch so eine Wölbung, so eine Ausbeulung hier, so ein bisschen dicker und dann hat er unten nochmal eine größere Wölbung. Das ist, weil das ist ja ein V-Motor, der da drin sitzt und eben der nicht ganz in die Haube reinpasst, deswegen hat er hier die Wölbung und unten, wo dann die größere Wölbung ist, da sitzt der Auspuff, der Schalldämpfer dahinter im echten. Und das Ganze versuchen wir jetzt auch mal hier auf das Modell zu basteln, als den allerersten Schritt, habe ich mir so gedacht. Keine Ahnung, ob das irgendwen interessiert oder ob das dann auch langweilig ist und ob ich dann doch wieder eher in Richtung Technik gehen soll, aber ich dachte mir, machen wir einfach mal ein Video dazu und schauen wir mal, was passiert. So, das ist natürlich schwierig, ich will hier nichts kaputt machen, wie ich das Ganze ausmesse. Ich glaube, ich muss das Ganze auf den Traktor draufsetzen und zwar habe ich ein Bild vom echten da. Ich sehe gerade, dass ein Kabel dazwischen klemmt, vielleicht liegt es daran. Die echte Auswölbung fängt ein kleines bisschen hinter dem Lichtkasten hier vorne an und hört auf, keine Ahnung, vielleicht 5 cm vor dem Teil, ein bisschen vor der Vorderachse, also hier ungefähr. Und jetzt nehmen wir einfach mal hier das Geodreieck und messen mal hier die Länge aus. Und wie gesagt, das Ganze, es ist extrem schwierig von dem Teil hier Maße zu kriegen, also wie gesagt, das Ganze hier ist nur ein Testobjekt für die Elektronik, mir geht es nicht in erster Linie um die Optik. Verlängern wir die Linie hier mal nach oben. Es ist wahnsinnig schwierig für das Teil Maße zu kriegen oder irgendwelche guten Detailbilder oder sonst irgendwas. Von daher, so, wir haben jetzt hier 4,2 cm, das nehmen wir einfach mal als Maß und wie ihr seht, ich schreibe immer auf die Pappe hier drauf, hier, da stehen schon einige Sachen. Und dann müssen wir mal wegen der Höhe schauen. Es fängt hier unten, die Ausbeulung oder Wölbung fängt hier unten an, nur kurz oberhalb vom eigentlichen unteren Ende von der Haube und von der Höhe her geht es bis etwas unterhalb von hier.
Hier vielleicht. Ja, doch. Schwierig, schwierig. Wie gesagt, das ist echt schwierig mit den Bildern. Ich habe hier verschiedene Bilder, aber auf jedem Bild sieht er wieder anders aus. Das Problem ist, es gab von dem hier auch verschiedene Versionen insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele gebaut worden sind, aber nur 2-3 Handvoll. Und es gab 3 oder 4 verschiedene Serien quasi vom Gesamtaussehen her und entsprechend dann wieder lauter. Fast jedes ist irgendwie ein bisschen anders, weil es ein Einzelstück ist, mehr oder weniger. Jetzt haben wir hier eine Höhe von 1,9. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz passt. Ich muss das alles nach der Optik machen und 1,9. Auch die Kanten hier von der Auswölbung, die sind ein bisschen schräg. Das nächste ist, ich weiß nicht, wie dick die Auswölbung sein muss. Ich denke mal hier, dass dieses 1 mm Polystyrol genug ist für die Auswölbung. Die ist echt nicht so groß. Aber vielleicht ist es zu wenig. Müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und deswegen schiebe ich den Karren hier mal ein bisschen nach hinten und dann zeichnen wir das mal hier drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt muss ich aufpassen, meinen Kopf hier nicht in die Kamera reinstecke. Mal schauen, ob das ein rechter Winkel ist hier. Natürlich ist das kein rechter Winkel. Mal schauen, ob das auf der Seite ein rechter Winkel ist. Natürlich ist auch das kein rechter Winkel. Na gut, dann zeichnen wir jetzt erstmal einen rechten Winkel hin. Und wie gesagt, ich muss echt aufpassen, wo ist denn hier die Kamera? Hier ist die Kamera, ne? Dass ich hier nicht meinen Kopf hier drüber stecke und ihr dann nur meinen Kopf bzw. meine Haare seht und nicht das, was ich hier drauf zeichne. Wie gesagt, gestern war es total nicht fokussiert. Ich hoffe, heute ist es ein bisschen deutlicher zu sehen. Aber ich bin auch weit weg von der Kamera hier. Wenn ich näher dran zoome, dann sieht man natürlich nicht mehr so viel vom Tisch. Von daher keine Ahnung, was da besser ist. So, das Ganze hat jetzt für eine Viertelstunde oder so getrocknet und jetzt schleifen wir nochmal die Faser an und dann wird das Ganze an die Motorhaube geklebt. So, ich habe hier so ein bisschen Hilfslinien drauf gezeichnet, auf der anderen Seite sind jetzt keine Hilfslinien. Aber ich denke mal, ich klebe erst eine Seite fest und lasse das trocknen und dann nehme ich hier das Geodreieck und übertrage das auf die andere Seite. Irgendwie war das nicht ganz im rechten Winkel, aber jetzt schaut es schon besser aus. So, jetzt haben wir ein bisschen Sekundenkleber. Da muss man jetzt auch sagen, dass ich nicht gleich meine Finger zusammenklebe damit. Das ist ziemlich flüssiges Zeug. Ist jetzt der dünne. Ich hoffe mal, der reicht aus für unseren Zweck.
irgendwas drauf hier. Das ist schon fest und geht nicht mehr runter. Jo, muss man echt aufpassen hier, das Zeug. Sehr schnell fest. Nochmal einen Moment. Oh, da hat wieder irgendwas geknuscht. Hier nochmal einen Moment zurechtdrücken. Ja, und das hebt schon. Jetzt habe ich ein kleines bisschen weiter hinten, als ich es eigentlich wollte. Aber hier hinten passt von der Länge. Hier vorne passt es nicht ganz. Wenn wir das jetzt hier mal so draufhalten, ich glaube, das ist ganz gut so. Jo, das passt. Okay, sehr schön. Also das Zeug hier im Vergleich zu dem hier, ein bisschen dickere, gelartiger Sekundenkleber, das hält sofort. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist das erste Mal, dass ich hier den dünnen nutze. Ich habe bisher immer den dickeren genutzt. Das ist echt krass. Jo, dann kann ich jetzt eigentlich das auch gleich mal hier auf die andere Seite übertragen. Halte ich einfach mal das Geodreieck hin und übertrage mal das hier direkt nach hier und nach dort. Und das gleiche auch für den hinteren. So, und den Abstand hier unten, den tun wir einfach abschätzen. Jo. Jetzt habe ich es natürlich auf den Fingern. Mist. Das ist hervorragend gelaufen. Erst habe ich Sekundenkleber überall auf den Fingern, was nicht ganz so schlimm ist, aber das hier hält jetzt. So, es hebt auch schon. Das ist ein kleines bisschen höher wie oft. Oh nee, das ist zu viel. Ich glaube, ich nehme den anderen Kleber. Das ist ja echt krass mit dem hier. Also, von der Position her ist es gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Aber jetzt habe ich hier irgendwie an der Kante nicht ganz so viel Sekundenkleber. Versuche da mal ein bisschen weiter runter zu laufen zu lassen hier. Und dann das Ganze nochmal ein bisschen festzudrücken damit. Das ist gar nicht so verkehrt jetzt. Ich glaube, das passt ganz gut. Hier ist irgendwas im Weg. Naja, das ist jedenfalls ein wahnsinniger Sekundenkleber. So viel steht fest. Schauen wir mal das Gesamtbild an. Schaut schon deutlich nach Deutz C1606 aus. Was wir jetzt noch brauchen, wie gesagt, Auspuff, Luftfilter, die Stufen an der Seite. Stufen an der Seite nehme ich mal an, mache ich nur einen Prototyp, dass ich die Maße habe. Vielleicht aus Pappkarton oder so. So einen ganz dünnen Pappkarton und fräse das dann mit der CNC-Fräse aus, weil ich habe keinen Bock. Es sind drei Stufen auf jeder Seite, glaube ich, drei oder vier, die alle auszuschneiden und so zu schleifen, dass sie alle gleich aussehen. Eventuell braucht er noch Rücklichter. Und hier muss man auch noch hinten kommt noch so eine Platte hin und zwei so Schienen, wo man praktisch das Zugmaul einhängen kann, theoretisch, wobei ich weiß nicht, wie der in echt hinten mal original ausgesehen hat. Alle Bilder, die ich habe von hinten, sind nicht original, sondern irgendwelche Rahmen und Zugmaulhalterungen und keine Ahnung, was dran geschweißt. Von daher, ich denke mal, da habe ich ziemlich künstlerische Freiheit und kann machen, was ich will. So viel dazu. So, mit den kleinen Seitenteilen an der Haube dran. Wir haben hier schon mal einen Schritt näher an der Fertigstellung der Haube. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist natürlich der Auspuff und der Luftfilter. Für den Auspuff habe ich mir gedacht, ich verwende hier einfach so einen Nagel. So, 2,5 mm Nagel. Ich habe hier schon mal einen kleinen Bogen reingemacht. Müsste man hier oben noch absägen und dann entsprechend auf Länge absägen. Und dann kommt das Ganze hier vorne so rein. Aber ich kann einfach keinen 2,5 mm Bohrer finden. Ich habe keine Ahnung, wo die hingewandert sind. Also ist das jetzt erstmal
zur Seite gelegt und wir müssen irgendwas anderes suchen, was wir machen können. Also damit ist auch der Luftfilter zur Seite gelegt, weil da hätte ich auch einen 2,5 mm Nagel hier oben reingesteckt und eben dann so eine Kappe drauf. Was auch noch zu machen ist, ist wie gesagt hier hinten das gesamte Ding hier. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das umsetzen will. Wahrscheinlich mache ich hier einfach erstmal eine Platte hinten dran, dass es hinten zu ist. Aber das Problem ist, in echt ist das Ganze ein bisschen, ich weiß nicht, wie gesagt, jedes Bild, das ich anschaue, schaut das Ganze wieder anders aus. Aber in echt hat er hier so, ich kann das kurz mal aufzeichnen, so eine, wenn man jetzt von oben drauf schaut und das hier der Kasten ist, dann hat er in echt zumindest auf einem Bild hinten so eine Form so raus. Und dann hat es hier praktisch die Dinge dran, wo dann das Zugmaul hier dran hockt. Wenn man jetzt hier von oben drauf schaut. Aber eigentlich passt das hier überhaupt nicht hin von der Tiefe oder von der Länge. Und wie gesagt, ich denke auch, dass das irgendeine Bastelei ist. Von daher keine Ahnung, wie das Ganze in echt wirklich ausschaut. Deswegen denke ich, ich mache hier einfach so ein Plastikstück hier hinten dran. Was praktisch hier das hier abdeckt, gesamt. Und auch hier das noch ein bisschen lose Zugpendel dann entsprechend befestigt und macht dann einfach gerade Dinger dran, zum das Zug mal befestigen. Deswegen, jetzt messe ich einfach mal die Breite. So habe ich die Maße noch im Kopf gehabt von dem ganzen Teil hier, weil ich da so rumgebastelt habe, aber mittlerweile...